Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir schreiben Freitag, den 9. August, kurz vor 13 Uhr. Und ihr seht, ich stehe im Buggy und auch hier habe ich gerade meine Arbeit beendet. Mein mobiles Arbeiten im Mobil, so wie es sich das gehört, das habe ich gerade beendet. Und ja, jetzt warte ich auf Stefan, der ist zu Hause, kommt mit dem Zug nachher her. Und dann wollen wir ein tolles Wochenende in Braunschweig verbringen. Es hat ein bisschen was mit Pride zu tun. Es hat was mit Kanufahren zu tun. Wir haben viel vor und hoffentlich können wir euch tolle Bilder zeigen. Und so wird es losgehen. Tut es natürlich nach dem Intro und dann ist es ganz wichtig. Dann ist auch Stefan wieder mit an Bord. Also keine Angst, er ist dabei. Er muss halt nur gerade nur arbeiten. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beating. Kaum ist der da, fängt es an zu regnen. Und zwar so richtig. Aber er hat Glück gehabt. Eigentlich sollte er erst eine halbe bis dreiviertel Stunde später da sein. Puh, da wäre ich aber richtig durch gewesen. Dann hätte er geduscht und hätte sich komplett nochmal umziehen müssen. Mhm. Hat er aber nicht. Ja, und das Gute ist, jetzt wo er da ist, hat auch gleich wieder was zu tun. Ja, das normale Camperübel, würde ich sagen. Genau. Das Thema Scheißhaus wegbringen. Genau. So. Gut gefüllt, ich habe ja die ganze Zeit gearbeitet, das heißt, bei der Arbeit produziere ich ja so viel Scheiße, dann na nett. Weg damit. Ja, danach. Nein, das bringen wir jetzt weg. Wollen wir auf jeden Fall in die City nach Braunschweig und wollen halt mal schauen. Da treffen wir uns halt mit Freunden, das heißt, da gibt es noch nicht so viel zu sehen. Vielleicht eine oder andere Impression, weil wir laufen an dem Schlossplatz vorbei und da findet ja das Sommerloch-Festival statt. Ja. Morgen der Umzug. Mhm. Mal gucken, ob wir da mitlaufen. Eigentlich ist der Plan schon, aber das schauen wir mal. Wenn ich nicht zu faul dazu bin. Den werde ich schon dazu triezen, dass wir das machen. Oder nicht? Das entscheidet sich aber morgen. Aber es ist unser CSD und deshalb sind wir mal da. Zeigen wir da auch Gesicht. Dein Gesicht, ne? Gesichter. So, und jetzt heißt es Abmarsch. Weg damit und dann wollen wir ab in die City und ihr kriegt dann bewegte Bilder vielleicht jetzt zu sehen. Ja. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby I got you, 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 you. It's a new beginning and a better life. It's the dancing underneath the disco lights. They can try but they can never take me down. Ooh, ooh, ooh. Cause I'm not afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always pray on the lonely, but with you here nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love, not afraid to love you. I will tell. Mahlzeit. Wir haben es 21:45. Da sage ich noch Mahlzeit. Ah ne, gegessen haben wir schon. Deshalb eigentlich schon wieder vorbei. Wir wollen jetzt einkaufen fahren, weil wir brauchen ja was für Sonntag. Für heute Samstag haben wir was zum Essen. Mhm. War gestern ein schöner Abend natürlich wieder mit den Jungs. Und gerade wenn man dann zurückläuft, die ganzen Bilder, weil es ist ja in Braunschweig diese Lichter-Show da. Genau, das ist ja immer im Sommer, gibt es solche wunderbaren Lichter. Lohnt sich wirklich mal dann immer an der Oker lang zu laufen. Gibt es wirklich echt viele Spots dafür. Mhm. Richtig
cool. Und gibt es auch Touren, haben wir nämlich jetzt auch ja festgestellt, weil wir waren ja mitten in so einer Horde von Menschen gewesen. Das war eine Tour. Genau, habe mich schon gewundert, was machen solche Menschenmassen auf einmal um die Uhrzeit da rum? Ja, ja. Gut, wir müssen los, damit wir alles pünktlich schaffen. Um 13 Uhr müssen wir am Schlossplatz spätestens sein, denn da geht die CSD-Demo durch oder los. Mhm. Und da wollen wir natürlich euch auch Impressionen bringen. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt geht es erstmal einkaufen, da fahren wir mit dem Roller hin, ist von dem Platz, blenden wir euch mal kurz ein, nicht so weit weg, dann ist ein Globus Markthalle da und da kriegst du eigentlich alles, was man braucht. Ist ein großer Einkaufsladen. Das ist eine Markthalle. Genau. Also, los geht's. Wollen wir los. Wir schreiben es 12.23 Uhr. In 37 Minuten geht's los. Da beginnt der Umzug. Da laufen wir jetzt hin, also zum Schloss. Und dann schauen wir mal, ob wir schöne Bilder präsentieren können vom CSD Braunschweig. So, das war's. Genau, das sind die Bilder vom CSD-Umzug, also von der Demo. Die geht natürlich jetzt noch hin, die geht zurück zum Schloss. Natürlich wieder waren die Affen von den Blauen, deshalb gab es eine Umleitung. Normalerweise geht das nämlich schön am Brunnen vorbei. Das also wer das wieder so organisiert hat und genehmigt hat, ja, verstehe ich nicht. Aber war klar, dass solche Idioten natürlich auch mit dabei sind. Ja, wir gehen jetzt zum Schlossplatz, werden euch da noch Impressionen zeigen und mal schauen, was der Tag heute so bringt. Wir freuen uns auf morgen, weil morgen haben wir auch noch was vor. Ja. Also es geht nicht nur um CSD in diesem Video, nein, es geht noch um was anderes. Wir wollen euch Braunschweig ein bisschen was zeigen davon. Und da freuen wir uns drauf. Ne? CSD ist ja jetzt einfach mal so, ihr habt, also ja. Es gab einige Kommentare, die mal gesagt haben, Mensch, nehmt uns doch mal mit. Ja, gut, haben wir gesagt, dann machen wir das doch jetzt mal in Braunschweig. Das ist ja unser Stamm-CSD. Also genau, das daher. Ist der CSD, wo wir jedes Jahr hingehen und deshalb gibt es diesmal ein Video davon. So, wir gehen jetzt zum Schloss und mal schauen, wann die da alle ankommen, weil man hat ja noch ein bisschen Geld loszuwerden, weil ein bisschen Spenden für so eine gute Sache ist ja auch noch möglich. Genau. I'm not afraid.
Ich würde mal behaupten, ja, wir stoßen ja auf den VSE Braunschweig an, ja, die für den CSD dafür gekämpft waren, haben, genau, dass alles da stattfindet, dass alles pünktlich stattfindet und so weiter und so fort. Genau, war ein schöner CSD. Ja. Ein sommerliches Getränk habe ich mir gemacht. Genau, ich habe mir ein Weinchen jetzt gegönnt. Genau. Also, wir sind zurück. Weil wie seit 5 Stunden waren wir jetzt auf den Beinen. Mhm. Sind ja immer wieder hin und her gelaufen zwischen den jeweiligen Punkten, wo wir wussten, da kommt der CSD vorbei. Diesmal halt nicht mitgelaufen in dem Sinn, aber überall haben wir unser Fähnchen gewunken. Doch, ein kleines Stück sind wir mitgelaufen, immerhin. Ja, weil wir halt daran vorbei mussten, damit wir wieder in die nächste Ecke kommen, so dass wir euch halt Bilder zeigen können, ja. Ja, das war auch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, aber so ich, haben wir ich den mag C- das voll ja immer nicht so. Aber gerne. So haben wir den CSD natürlich aus verschiedenen Seiten auch gesehen. Ja, das war ja auch das, mal schön. Genau. Mhm. Ja, und sonst, das Programm läuft jetzt noch, dann geht nach Pride Night, das machen wir natürlich nicht. Nö, ach, wir sind da gemütlich geworden, würde ich sagen. Also das muss auch nicht sein. Ja. Und wir haben es jetzt schon lecker gegessen, das haben wir auch gemacht, also eigentlich... Ja. Können wir jetzt richtig entspannt sein, mhm, und morgen machen wir wieder eine Paddeltour, einmal die Oker-Rundtour, denn das kann man hier in Braunschweig perfekt machen. Also es ist bisher, wir haben es schon mal gemacht, das muss man ja mal ein bisschen manchmal ausprobieren, ja, und ich kann sagen, das ist bisher so die tollste Tour eigentlich, die wir so generell machen. Also auch am wenigsten, also es ist schön naturbelassen, aber auch am wenigsten, dass man durch, sag mal, Büsche durch muss oder ja, sowas. Also ist wirklich gut angelegt. Wirklich. Im Gegensatz zu Gifhorn und alles, was wir ja so davor hatten. Ja. Gut, wir werden jetzt uns einen schönen gemütlichen Abend machen. Vielleicht gehen wir nochmal spazieren. Das wissen wir noch nicht, je nachdem wie fit wir sind. Erstmal ausruhen. Jetzt, genau, jetzt ruhen wir uns erstmal aus. In diesem Sinne nochmal. Prost. Prost. Ist ein Limoncello-Spritz übrigens. Mit Limoncello, Sekt und Schusswasser. Das muss jetzt nochmal gesagt werden, ne? Das, ja, naja, das kommt vielleicht als Frage. Super, wieder keiner, der in den Kommentaren schreibt, was das war. Weil du es schon gesagt hast. Na, so mit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch geschmeckt. Also, so ein Limoncello-Spritz. Ich finde den übrigens sehr gut. Eine tolle Alternative zum Aperol-Spritz. So, jetzt aber genug. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Gut, ich wollte nochmal sicher gehen. Ja. Auf geht's. Genau, lieber da lang, oder? Ja. Ist besser, ich hätte beiden gesagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja. Da geht das schon wieder los, oder? Ich glaube, ne? Es geht schon wieder los. Ach so, ja, das darf doch wohl nicht wahr sein. So rum so war's. Geht es. Ihr seht, wir haben die Paddel an Bord. Wir machen jetzt eine wunderbare Okertour. Wir haben richtig tolles Wetter hier in Braunschweig. Ja, das ist also lohnenswert. Wollen wir machen. Und wie gesagt, ich habe den GPS-Tracker schon angemacht. Das heißt, wir können euch am Ende wieder zeigen vom Stellplatz, wo eine eigentlich sehr gute Einstiegsstelle ist. Zum Not, daneben ist eine Bar, ist die Grinsekatze. Müsste man nachfragen, ob die da was dagegen haben. Wir wissen es nicht. Wir gehen da jetzt nicht hin, wir nehmen einen anderen Einstieg, aber alles gut. Das ist jetzt kein so professioneller Einstieg, aber das reicht uns. Aber für uns reicht es aus. Genau. Ja, und wie immer, Boot ist hinten dran. Wir bauen es auch erst dort auf. Das ist der große Vorteil. Jo. Das zeigen wir euch auch gleich. Und dann hoffen wir, dass wir euch schöne, tolle Sachen machen. Wir hoffen auf das Petriwehr, weil dann könnte es sein, dass wir da runter donnern. Ja. Und zwar diesmal, wo wir es euch zeigen. Und vor allen Dingen, ja, mal offiziell, wo man es auch darf, nicht so wie beim letzten Mal ein Abenteuer, was ihr leider nicht gesehen habt. Nee, weil wir wollten nicht aufnehmen, hätten was mal machen sollen. Ja. Gut, dann werden wir uns melden, wenn wir auf der Oker sind. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud. Distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice
myself, only me. Na, da hatten wir doch jetzt ein bisschen Spaß, oder Stefan? Ja, diesmal hatten wir Spaß. Beim letzten Mal war das ein bisschen anders. Ich glaube, das müssen wir euch mal erzählen. Willst du das machen? Ja, wir waren in Wolfenbüttel unterwegs und wir dachten, da kann man eine Okertour machen. Jetzt muss ich aber aufpassen, Stefan, weil... Ja, es geht rechts, glaube ich. Genau, dass wir das haben. Und in Wolfenbüttel, wie gesagt, wir hatten davor eine Aufnahme zu... Also eigentlich wollten wir aufnehmen. Wir haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir testen mal die Oka-Rundtour aus. Genau. Also Fazit davon, auf jeden Fall, die Oka-Rundtour geht nicht gut. Also sie ist sehr anstrengend. Sie ist... man kann sie machen mit einem richtig guten Boot, aber man muss sich wissen, man muss durch die Oka laufen, durch den Graben. Ja. Und man hat auch im schlimmsten Fall ein Wehr, wo man durchdonnert, was auf Steinen ist. Also da braucht man ein sehr, sehr gutes Boot, also ein Schlauchboot. Und so hat es hingekriegt, aber hat auch ein paar Schrammen abgekriegt. Ne? Genau. Und das Schlimmere war, glaube ich, eher, dass das dann also wirklich, dass da Steine drin waren, große Findlinge, Steine, die dann im Prinzip ja dafür gesorgt haben, dass du voll gebremst wurdest und dann ging es wieder so und so. Und also wir sind froh, dass wir ein stabiles Boot hatten, weil mit einem normalen Boot wärst du definitiv im Wasser gelandet und dann wahrscheinlich auf großen Steinpollern, was nicht so gut war. Da hätte man auf jeden Fall was gebraucht. So, und jetzt müssen wir euch das mal hier kurz mal drehen, weil jetzt sind wir abgebogen von der Oker hier im Braunschweig. In so einen Seitenkanal. Der Seitenkanal, da steht dann auch zur Bootsanlegestelle. Das sollte man auch tun. Genau, weil sonst kommt man nicht rum. Also man muss einmal wirklich aussteigen und man muss einmal tragen. Das ist hier so. Aber das ist das einzige Mal, wo du das hier tun musst. Ja. Und das ist richtig cool. Wenn du diese Seite nimmst, wenn du es andersrum fährst, musst du natürlich das, was wir gerade runtergefahren sind, wieder rauf. Das musst du rauf. Das aber ist das, dann klar. Aber das geht ja. Wenn du ein Seil hast, haben wir gesehen, die gegenüber haben ja... ziehen das dann mit. Die genau, haben es ja hochgezogen. Also das geht ja. Was halt hier cool ist, halt, du bleibst im Wasser. Wie gesagt, in Wolfenbüttel musst du ins Wasser gehen. Leider Gottes, wir waren zu blöde. Wir hatten gesagt, machen wir nicht. Wir hätten es mal machen sollen, hättet ihr echt geile Szenen gehabt. Aber tja. Ja, aber wir haben auch ein bisschen geflucht. Gerade als es dann das Wehr runterging, das war nicht so witzig. Also in dem Moment hast du gedacht, so jetzt ist vorbei. Ja, es war. Du schlägst gleich irgendwo auf. Oder also das war in dem Moment war es nicht lustig. Jetzt im Nachhinein ja. Wo wir das Wehr runter waren, war es auch lustig. Aber danach, weil das Problem ist ja, hier kommt die Anlegestelle dann auch schon. Ja. Was halt richtig blöd war, ist halt die ganzen Büsche. Und das hast du hier im Braunschweig nicht. Das ist richtig gut. Genau. So, da kommt die Anlegestelle, da müssen wir jetzt raus, einmal umsetzen und dann zeigen wir euch das, wenn wir wieder eingesetzt sind in die Oka, ne? Jawohl. Jawohl, Paddeltour, Kajaktour beendet. Jetzt müssen wir noch ein Stückchen wieder zurücktragen zum Wohnmobil. Ja, wie war es, Marcel? War auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Tour, muss man sagen.
Und ich glaube, es war die richtige Tour. Also so rum macht man die Tour hier auf der Oker in Braunschweig. Da hat man Spaß dabei. Genau, das Wehr runter und so weiter. Also das ist schon schön gemacht, muss man wirklich sagen. Und innen drin sind ja so eine Besen in dieser Abfahrt, dass du da auch gebremst wirst, dass du da nicht mit Vollkaracho runterballerst. Also alles sicher gemacht. Klar, benutzen trotzdem auf eigene Gefahr. Ja, jetzt geht's wieder zurück zum Stellplatz. Trockenlegen des Kajaks und dann wieder verstauen. Naja, das ist halt das Übliche. Und dann werden wir nachher noch Essen kochen, ne? Ja, aber alles nach und nach. Und was wir euch noch so zeigen können, das zeigen wir euch vielleicht jetzt. Oder wir labern danach schon wieder, wer weiß. Wir haben nochmal eine kleine Rollertour gemacht. Jetzt aber ohne, dass wir euch was zeigen, weil wir wollten etwas auserkundschaften, weil wir haben ja mal vor, von Wolfenbüttel nach Braunschweig auf der Oke eine richtig schöne Tour zu machen. Und wichtig war für uns in Braunschweig das Wehr. Ja. Kann man da irgendwie aussteigen? Genau. Ist schon richtig gut gemacht. Aber ich glaube, wir müssen nicht aussteigen. Wir können auch runterfahren. Wir haben jetzt keine Fotos gemacht, wir haben nichts da jetzt großartig gezeigt, weil wir einfach gesagt haben, das lassen wir noch offen, weil das wäre die Spannung, die wir einfach darlegen müssen. Ja, aber ich vermute, das klappt gut. Zur anderen Tour, das wollte ich ja eigentlich gesagt haben, was ich wahrscheinlich gesagt habe. Es lohnt sich, also diese... Nimm mal den Finger da weg, danke. Ach, du fährst? Der ist noch an. Das Ding fährt dann los, ne? Ja. Da war ja was. Aber hier nicht? Das weiß ich nicht. Nee. Da kann nicht. Nein. Also die Braunschweiger Oker Tour, wir blenden euch das jetzt einfach mal ein, wie die Tour lang geht, auch vom Stellplatz aus. Und ich sag euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben es euch nämlich nicht gezeigt, aber man muss die Augen mal auflassen. Man sieht sehr schöne Gebäude, alte Gebäude aus Braunschweig dort. Mhm. Und die haben wir nicht gezeigt, einfach um euch zu animieren, dorthin zu kommen. Der Stellplatz, wo wir stehen, der ist ja im Bürgerpark, Theodor-Heuss-Straße, der ist hochfrequentiert. Genau, also ihr müsstet entweder zeitnah da sein. Oder, den Tipp geben wir euch, zu um 11. Ja, so genau, wie auf vielen anderen Stellplätzen das, auch. Das wäre dann schon so die beste Variante, weil es ist halt schon wirklich, es kommen noch viele abends, nachmittags und müssen wieder fahren, weil kein Parkplatz mehr da ist. Genau, jetzt heute Sonntag komischerweise geht es, aber das ist kein Standard, das müssen wir dazu sagen. Und es ist auch kein Stellplatz, so wie man es kennt, mit Markise und so weiter. Wieso? Das sollte man nicht machen, weil es ist ein Parkplatz eher, auch wenn da Stellplatz dran steht. Aber es ist halt ein Parkplatz, weil da sollen ein paar Wohnmobile natürlich hinpassen. So, wir werden jetzt das Video beenden. Ja. Ja. Es war mal was anderes für euch, ne? Also wir haben mal... In Verbindung eines Reisevideos. Genau, in Verbindung eines Reisevideos. Wir haben halt mal einen CSD besucht. Es ist unser Heimat-CSD und deshalb sind auch die Klamotten so, ne? Weil wir einfach sagen, Entschuldigung, dazu stehen wir. Das ist unsere Community, die hat viel erreicht mit so einer Demo. Dass wir zum Beispiel überhaupt heiraten können. Das gäbe es unter diesen ganzen Demonstrationen und den ganzen politischen Arrangements. Hätten wir die Möglichkeit nicht gehabt. Und deshalb gehen wir da auch hin in unsere Heimat. Das ist uns wichtig und deshalb gibt es auch mal ein Video dazu. Mhm. Normalerweise tragen wir das nicht nach vorne hin, weil das für uns das völlig normal ist. Aber einmal im Jahr und deshalb habt ihr mal dieses Video gesehen. Und sonst würden wir euch immer empfehlen, zu winken und einfach Spaß zu haben. Braunschweig lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Mhm. Möchtest du noch was sagen? Nein. Dann bleibt gesund. Mhm. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.